Köln. Seid ihr gut drauf? Das wird sich jetzt nach diesem Auftritt ändern. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Nizar, richtig deutscher Name, und ich bin 10% Mensch, 90% Behaarung. Haare überall, hier, in der Hand, in der Fläche, auf der Zunge, auf den Füßen, überall. Obwohl ich sehr spät Bartwuchs bekommen habe, sehr spät. Ich war bestimmt schon 22, 23 Monate alt. Und dann ging's los. Es liegt aber an meiner Familie. In meiner Familie sehen alle aus wie ich. Alle. Männer, Babys, Frauen. Alle sind so behaart. Woran liegt es? Es liegt an meinem Vater, denn mein Vater kommt nicht aus Köln. Sondern mein Vater ist aus dem Auenland, richtig. Hat jemand die Herr der Ringe, die Gefährten geguckt? Sehr gut. Das ist eine Dokumentation darüber, wie mein Vater nach Deutschland gekommen ist. Ja, da konnte man es genau sehen. Mein Vater ist jemand, der nicht versteht, was ich hier mache. Das ist für den kein Job. Es ist kein Beruf. Er denkt sich immer, was macht der da? Weil mein Vater ist natürlich auch sehr, sehr alt. Ja, sehr alt. Der ist noch so auf einem Tyrannosaurus Rex zur Schule gegangen. Beziehungsweise geritten. Und er versteht es nicht. Es ist für ihn nicht greifbar. Mein Vater kommt aus einer Generation, die einem immer weismachen muss, wie schwer alles damals war, wie hart er arbeiten musste, wie schlimm alles war und was für ein Versager ich bin. Ich lebe allerdings auch noch bei meinem Vater. Als erwachsener Mann, deswegen muss ich es mir immer anhören. Mein Vater bindet es mir immer auf die Nase. Egal wann, egal wie, egal was. Manchmal trinke ich was, er kommt einfach und sagt, wir damals, wir hatten nicht mal was zu trinken. Manchmal esse ich etwas, er kommt und sagt, wir damals, wir hatten nicht mal was zu essen. Manchmal mache ich nur so. Dann kommt er und sagt, wir damals, wir hatten nicht mal Luft zum Atmen. Dann sage ich, wenn ihr keine Luft zum Atmen hattet, wie hast du denn bis jetzt überlebt? Halt deine Fresse. Er will es nicht diskutieren, ja? Er hat doch so ein Armutsego. Wisst ihr, was das ist? Armutsego ist, wenn niemand ärmer sein darf als du. Ja? Mein Vater ist immer der Ärmste. Egal, was ich ihm zeige, egal, was ich ihm erkläre, egal, welche Situation zu beobachten ist, er ist immer der Ärmste. Ich habe mit meinem Vater eine Dokumentation über Indien geguckt. Und da war ein sehr, sehr hungriger, armer, kleiner indischer Junge, der aus einer Pfütze Wasser geschöpft hat. So durstig war der. Und ich sage zu meinem Vater, boah, Papa, guck mal, der Arme. Sagt mein Vater, wenigstens hat er was zu trinken. Dann sage ich, Papa, der trinkt aus einer Pfütze. Wir damals, wir hatten nicht mal eine Pfütze. Immer. Sag ich, Papa, warum übertreibst du so? Du hast keine Ahnung. Mein Vater damals. Und ich denke mir, boah, jetzt geht das wieder los. Musste jeden Tag 64 Kilometer auf allen Vieren zurücklegen, weil er zu arm war, um aufrecht zu gehen. Für so ein Glas Wasser, Nisa. Und weißt du, was wir mit diesem Glas Wasser gemacht haben? Nein, was denn, Papa? Wir haben alle daraus getrunken. Die ganze Familie und uns gewaschen damit. Und sogar die Pflanzen gegossen. Und wir damals, wir hatten nicht mal Pflanzen. Ich war in meinem Zimmer und hab die Ninja Turtles geguckt. Kennt jemand hier die Ninja Turtles? Ich erkläre euch trotzdem, wer das ist, denn ich muss 6 Minuten voll machen. Die Ninja Turtles sind 4 mutierte Schildkröten, ja? Die Ninjas sind. Ist also sehr nah an der Realität. Und der Ziehvater und Lehrmeister von diesen Turtles ist Meister Splinter. Meister Splinter ist eine Ratte. Ich gucke mir die Turtles an in meinem Zimmer, weil ich halt ein Versager bin. Und mein Vater kommt rein, guckt auf den Bildschirm und sagt mir nichts, dir nichts. Ohne sich zu schämen. Ich habe mal eine Ratte gegessen. Und ich denke mir, boah, wieso übertreibt er so? Und dann, wenn mich das aufgeregt hat, dieses ständige ins Gesicht reiben seiner angeblichen Armut, habe ich gesagt, okay, ich schnatz den jetzt mal. Ich habe gesagt, Papa, erklär mir mal bitte, wie du diese Ratte gegessen hast. Dann sagt er, als ich ein kleiner Junge war und sehr hungrig war, saß ich zu Hause. Dann sage ich,
Wo sagst du? Und weil er nicht zugeben will, dass meine Großeltern ein Haus hatten, sagt er, ich saß da, wo ich saß. Sag ich, ja, und dann? Sag, ja, dann bin ich rausgelaufen, ich habe Nahrung gesucht. Sag ich, ja, und dann? Dann habe ich sie gesehen. Sag ich, wen? Sagt er, die Ratte. Sag ich, ja, und dann? Dann bin ich losgelaufen. Sag ich, und dann? Die Ratte lief, ich lief, die Ratte lief, ich lief, die Ratte lief, ich lief, die Ratte lief, ich lief. So ein Rhythmus auch. Ich fing irgendwann an. Die Ratte lief, ich lief. Sag ich, ja, und dann? Dann habe ich sie geschnappt. Sag ich, und dann habe ich sie so totgeschlagen. Sag ich, und dann habe ich die so gegessen. Anfangs wollte ich mich richtig ekeln vor meinem eigenen Vater, weil ich dachte, wie ekelhaft ist dieser Mann? Dann habe ich mir aber tiefgründigere Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, Hauptsache kein Schweinefleisch. Ratte ist okay, aber Schweinefleisch wäre voll die Katastrophe. Das war's von mir, Köln. Vielen lieben Dank, ihr wart ein super Publikum. Dankeschön. Hier bei Nightwatch Live, Lisa!